Moin von der Großbaustelle. Das habe ich gestern als Fotos gemacht, die werde ich nochmal separat einstellen. Da war alles weggefault, da musste ich einen kompletten Streifen setzen. Einiges war vom Vorbesitzer schon mal gemacht, aber dann nicht aufgeschweißt, sondern nur aufgelegt, glaube ich. Arabische Schweißkunst nennt man sowas, Bagdad oder Bagdad nicht. Hier oben in der Ecke dasselbe, Blech ist angefertigt. Ja, und weil ich ja eigentlich den Schweller jetzt noch nicht machen wollte, ich wollte den ganzen Bereich ja eigentlich erst im Winter machen, mit Trittstufe und allem drum und dran. Aber egal, dann werden wir jetzt mal hier was zaubern. Auch hier ist ein bisschen Lochfraß. Herr Bürgi sprach von Lochfraß. Falls ihr ihn kennt, Dieter Bürgi. Ja, das ist so dann meine Samstagarbeit. Gleich ist aber Feierabend erstmal. Und morgen ist ja heiliger Arbeitssonntag. Und dann geht es weiter. Ja, die Seite, die ist auf jeden Fall schon mal fertig. Ja, haben wir schon mal alles wieder hingerichtet. Auch hier war komplett, musste geschweißt werden, der Radlauf. Das haben wir dann auch noch mal gemacht gestern, vorgestern war das, genau. Das Schwellerstück habe ich auch schon vorbereitet. Kleinen Moment mal. Oh. Ja, das ist ja das ganze Teil, was ich ja liegen habe als Muster, und ich habe mir dann hier eins gekantet. Das passt auch wunderbar rein. Muss ich mal wieder pausieren. So, also das passt da so rein. Die Ecken werden dann nachher abgeschnitten, die überstehenden Kanten, ganz klar. Naja, ich werde es dann zeigen, wie es dann aussieht. Hier unten mache ich dann, das wird das untere Stück. Liegt dann nachher so am Schweller. Und dann werde ich hier auf den langen Unterseiten, ich brauche echt mehr Licht hier, das ist zu dunkel, es regnet mal wieder, werde ich dann genau versuchen, dann diese Mulden für die Schwitzwasserentwässerung und dann auch um Hohlraum reinzusprühen, diese Mulden dann auch noch reinschlagen. Ja, das soll es dann erstmal wieder gewesen sein. Kurzer Einblick, was ich noch so alles mache. Ja, der Lagger möchte gerne nächstes Wochenende in Füller gehen. Und dann soll der schön durchtrocknen, 4 Tage. Dann wollen sie daraufhin dann schleifen und jo, dann schallert in Lackgrund. Ja, wird hier vorne erstmal lackiert. Wir sind noch am Überlegen, oder ich bin noch am Überlegen, ob ich die Seitenwand jetzt mit demontiere. Ja, ihr wisst ja, das ist ja manchmal nicht ganz einfach. Hier hinter ist ja immer schön geklebt. Und ich bin hier noch am Überlegen. Ich muss mal in mich gehen, weil dann hätten wir die ganze Kabine komplett neu lackiert. Und jo, ich schau mal. Ich überlege mir das nochmal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.